Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es um den GLD 223 Zoll Camera Slider von Opteka gehen, was das Ganze so kann, wie die Ergebnisse damit sind, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. In der Verpackung selbst ist nicht viel drin, nur der Camera Slider, ein bisschen Plastik eingepackt und ein paar Schrauben und die Standfüße. Außerdem dabei ist noch eine kleine Adapterschraube, womit ihr dann diesen Slider auf euer Stativ schrauben könnt, weil da ist das Gewinde ein wenig anders. Die Sliderplatte selbst hat obendrauf eine Schraube, wo ihr direkt eure Kamera draufschrauben könnt. Das ist aber ein bisschen sinnlos und umständlich, deshalb am besten noch einen Kugelkopf oder sowas dazu kaufen, wo ihr dann ganz einfach die Kamera mit draufpacken könnt. Außerdem habt ihr noch eine Wasserwaage mit dabei, der Opteka-Schriftzug ist an der Seite und natürlich eine kleine Schraube zum Festdrehen des Sliders. Die mitgelieferten Standfüße des Sliders sind ebenfalls aus einem Block Aluminium, wie der Rest nämlich auch, sind sehr stabil einfach anzubringen und haben unten drunter sogar noch Gumminoppen, damit das, wo man es draufstellt, nicht zerkratzt. Ich würde euch sogar empfehlen, den Slider immer mit den Standfüßen zu verwenden, weil wenn man ihn auf ein Stativ schraubt, hat man nur die ganz, ganz kleine Auflagefläche der einen Schraube und deshalb ist es dann manchmal ziemlich wackelig. Also wenn man die Mitte überkreuzt, dann kippt es manchmal so ein bisschen nach links oder nach rechts, je nachdem, was für einen Slide man macht. Eine Sache, die mir auch noch sehr negativ aufgefallen ist, ist, dass man, wenn man das Teil direkt aus der Box auspackt, ich weiß nicht, wie sowas passieren kann, dass da schon Kratzer drauf sind, und zwar wirklich überall. Ich habe es nicht einmal benutzt und habe schon bemerkt, oh, die Oberfläche ist wirklich rau. Deshalb hat man auch manchmal ziemliche Schwierigkeiten, das schön gerade zu bewegen. Ich denke mal, das liegt einfach an dem Preispunkt und der Fräsemaschine oder sowas in der Richtung. Das Teil kostet nämlich in Anführungsstrichen nur 130 Euro und das ist für einen Camera Slider wirklich sehr wenig. Aber genug von der öden Theorie, denn wenn man sich ein wenig bemüht und ein bisschen daran übt, dann hat man auch wirklich wahnsinnig geile Ergebnisse mit diesem Camera Slider. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man mit den Händen nicht zu schnell hin und her ruckelt. Das ist bei Stativbewegung aber auch immer so und das erfordert wirklich einiges an Übung. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, später in der Nachbearbeitung bei dem Programm noch einmal eine Verkrümmungsstabilisierung oder irgendwas in der Richtung, je nachdem wie ihr euer Programm benutzt, drauf zu packen, damit es dann wirklich auch sehr flüssig ist. Und wie ihr seht, die Ergebnisse unterscheiden sich einfach um Welten, als wenn man einfach nur in der Nachbearbeitung das Bild so ein bisschen von links nach rechts verschiebt. Was jedoch noch ein großes Problem ist, auch von der Übung her, ist, wenn man mit dem Camera Slider kombinierte Schwenks machen will, das heißt einmal einen Slide nach rechts und dann mit dem Stativkopf die Kamera noch bewegen, da muss man in der Nachbearbeitung wirklich schon sehr tricksen, um da noch was Flüssiges rauszukriegen, weil sich das Teil dann halt immer wieder verkantet. Für Hobbyfilmer, wie ich es jetzt bin, kann ich das Teil wirklich nur empfehlen. Es kostet zwar schon 130 Euro, aber für den Preis haben wir wirklich einen schönen Slider, der jetzt nicht überteuert ist, weil da gibt es auch wesentlich teurere. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr doch bitte mit einem Daumen hoch bewerten. Über ein Abo oder sowas würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.